Bam, ich bin da und du bist mit dabei. Herzlich willkommen zur ersten Folge Minecraft Castle. Leute, wundert euch nicht. Ich will euch kurz erklären, was es geht. Im Prinzip wie Minecraft Chat hier, nur mit Katapulten, Kanonen und Ramböcken und so weiter und so fort. Also im Mittelalter, wir bauen Burgen, statten die mit Waffen aus und mit NPCs. Man kann nämlich automatische Farmen mit NPCs machen. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sehen uns jetzt gleich die komplette Folge. Und dann um 12 Uhr, Leute, merkt euch das. Um 12 Uhr startet der erste Minecraft Castle Livestream auf diesem Kanal. Deswegen, jo, bis dann und viel Spaß. Lasst ein Like da. Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem neuen Projekt. Nach Jet kommt Minecraft Castle und alle sind dabei. Hallo. 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 Ja, um es ganz kurz zu erklären. Jetzt haben wir ja vorher die ganze Zeit mit Jets gekämpft. Jetzt geht's zurück ins Mittelalter. Es gibt Burgen, es gibt Katapulte, es gibt NPCs, die man sich anheuern kann und alles. Wir haben alles zerstört, einen erheblichen technologischen Rückschritt erfahren, uns zurück ins Mittelalter katapultiert. Im wahrsten Sinne des Wortes. In einer schönen Welt. Nein! Sehr schön! Das war super Timing. Und Schauregen. Der Himmel weint. Der Himmel ist traurig. Ja, zurück auf Go. Runter von unserem Grundstück! Manuel, warte, so. Balui! And Mutie! Balui, komm! Hallo! Balui! Los! Lass uns die Welt erkunden. Mit Pferden das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Ja, so sieht's aus. Leute, das hier ist auch wieder eine Custom Map. Das heißt, die wurde vorgebaut oder geworldpainted. Genau. Ne? Da gibt's ein Programm dafür. Und wir wissen schon ungefähr, wo wir hinwollen, nämlich dort, wo es heiß ist. Wir waren da, wo Balui sich richtig zu Hause fühlt. Genau. Warum ist dein Pferd so schnell? Vielleicht habe ich einfach ein Highspeed-Pferd erwischt. Was weiß ich denn? Das ist seltsam. Eigentlich ja, ne? Ich wusste auch nicht, dass die Unterschiede. Guck mal, was da ist. Oh, ich sehe es ja, schon. Ja, ich sehe es auch. Oh ja. Gehen wir einmal hochgucken. Hallo, tschüss. Ja, ja, natürlich. Da oben, oh, wir können uns da oben, können wir die Burg reinbauen. Nee, reinbauen wird vielleicht ein bisschen hart, aber auf jeden Fall. Warum ist das so schnell? Oh, Vorsicht, hier ist dann schon Lava. Okay. Okay, wo wollen wir? Wollen wir bis zur Spitze nähen? Ne? Das ist zu hoch eigentlich. Warte mal, sind off. Gut. Oha. Also, ich würde vielleicht nicht zu hoch gehen, weil wir gucken mal, nee, weil wir müssen ja raus mit unseren, ja, wir sollten nicht zu hoch gehen, weil sonst müssen wir so viel aufschütten. Was wäre, wenn wir es genau hier machen? Guck mal. Genau hier. Drauf? Haben wir eine gute Übersicht. Was heißt hier rauf? Warte mal, ich steig mal ab. Guck mal, Balui. Wenn wir sozusagen das Tor hier raus machen, mit so einem Weg nach unten, und das hier ist das Innern der Burg hier. Hier. Das heißt, wir nehmen die Natur als natürlichen Wall, wieder aber den müssen wir einmal schon schön mit. Ja. Das ja, aber wir können das ja immerhin weiterhin trotzdem befestigen. Mhm. Und dann hast du im Hinteren den Berg als Schutz und du kannst in den Berg nochmal ein extra geheimes Lager reinbauen oder halt, wo du sicher bist, wo du dich rückziehen kannst. Also hier ist theoretisch, hier können wir angegriffen werden, ne? Und dann können wir uns im Notfall zurückziehen und hier an die Seite eine Mauer und hier an die Seite eine Mauer und dann ist das hier das Innern der Burg. Was meinst du? Das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich gute Idee und dann machen wir da unten einfach ein großes Tor rein. Ja, hier unten, so auf guck, die Ebene ja, guck hier so auf die Höhe, so, hier so ein Tor. Oh, guck mal, und das hier bietet sich auch als Weg, guck mal hier, das hier wird sich übel als schon Weg nach unten anbieten. Das wird cool, ja, auf jeden Fall. Und dann hier das Tor reinbauen. Oh, das ist, glaube ich, echt eine gute Idee. Also, Balui, ich geh mal mit Günther direkt mal Holz holen. Ja, ich komme auch mit. Holz. Mein Pferd heißt Günther im Übrigen. Meins heißt, Gisela. Nein, was ist denn los, Balui? Ironwood kann man nicht. Ich muss mal gucken. Es gibt so ein paar Sachen, die, weiß ich nicht, ob die auf einer gepainteten Map werden, die nicht da sein. Das muss ich mal mit Spark noch besprechen. Es gibt sowas wie Ironwood. Und Ironwood ist ziemlich cool für du kriegst Bonusherzen. Ah, du kannst 10 Bonusherzen haben, die wie ein Schild wirken, weißt du? Die sind dann weg, wenn du ein paar Mal getroffen wurdest, aber sie kommen halt nicht wieder. Ah, okay. Also sozusagen wie das Blue Life in Fortnite. Genau. Genau so.
Balui, Holzfällerlager, wollen wir das hier dann schon gleich irgendwie aufbauen? Also, dass es auch außerhalb der Burg ist, ne? Ja, können wir ruhig machen, meiner Meinung nach. Dann ist es halt so ein bisschen mittelalterlich, weil jetzt nicht die Baumfarm innerhalb der Burg bauen, das wäre... Ich weiß halt nicht, ob es eine Baumfarm gibt und wie das funktioniert, aber das kriegen wir schon raus. Schwert schon mal für den Anfang. Ich gehe direkt mal hoch. Ey, ich kann mir das schon richtig cool vorstellen. Vor allem die. Ey, die Burg wird geil. Die wird besser als die in Craft Attack. Ja? Hoffentlich. Ja, was heißt hoffentlich? Ja. Ja, wir müssen es halt einfach bringen, Basti. Wir müssen es bringen. Mit den Jets waren wir schon erfolgreich. Nicht ganz so schlecht wie gedacht, aber auch nicht ganz so gut, wie wir hätten sein können. Ja, ist das hier die Stelle, ja, gell? Ja, hier, so. Okay, dann werde ich... Wir müssen auch unsere Pferde sichern, ne? Und es gibt natürlich ganz arg bald dann auch Streams. Ich weiß nicht, ob Basti schon Sonntagabend streamen wird. Ja, doch, ich werde Sonntagabend direkt streamen. So. Ich fang diesmal gibt es im Übrigen auch kein Battle Royale, dass man halt nicht zusammen spielen dürfte oder so, sondern... Warte mal, es gibt aber Events. Steht ja, aber da? Kein... Also, ist ja auch egal. Wir sollten noch nicht zu viel spoilern. Noch gucken, wie. Ah, ist ja wieder ohne Ende Eisenfarm und Dias und Katz ist tot. Lol. Fängt schon gut an, ey. Kommt Günther nicht durch ein 1 durch? Oh nein. Mann! Och, Balu. Günther, warum bist Kannst du denn so mal fett? Was Produktives machen? Und wo ist Gisela hin? Jawohl, nicht, wo deine Gisela hin. Ach, da oben. Alles gut. Bring sie mal her hier. Kann auch in die Pferdegarage. Na, die so, Gisela, rein da. Gisela! Aua. Kommst du mit Gisela? Yep. Komm hier. Oh nein. Ups. Nicht in die Lava springen. Da rein mit dir. Oh, gut, Balu. So, ups. Na, Gisela, drin bleiben. Ab. Okay, fein. Gut. Sehr schön. Das so, dann haben wir unsere Ruhe. Oh, dann haben wir auch direkt eine Pferdezucht. Stimmt. Die werden wir ja wahrscheinlich brauchen, so Kavallerie und so. Da haben wir schon einen kleinen Vorteil gegenüber denjenigen, die allein spielen müssen oder wollen. Guck, hier habe ich schon mal angefangen. Alles also auf diese Ebene hier zu bringen und dann... Also wir machen alles auf diese Höhe hier. Was heißt alles? Den Eingang jetzt mal. Aber, ja, aber wird cool. Wird cool. Und wir haben einen Lavagraben teilweise. Das stimmt. Den können wir zur Not auch noch umleiten ein bisschen. Ja, das wird toll. Dann kommt keiner rein. Im und Jet. Wir brauchen Fallen, Balu. Oh ja, die und gibt es auch, ne? Und Geheimgänge. Ja. Jede Burg lebt von... Und ne... Oh, Basti. Bevor es damit anfängt, weißt du, was du wirst? Du wirst die Burgjungfer. Basti ist die Burgjungfer. Hör auf, ey, nicht töten, Basti, ja. Hör auf. Hör auf, ey, ich bin dann wieder beim Spawn. Na, ja, nimm's zurück. Hör auf. Nimm's zurück. Hör auf. Nimm's zurück oder ich töte dich. Nimm's zurück. Gut. Wer jetzt nichts mehr sagt, er hat Angst, was Falsches zu sagen. Kann erst wieder was sagen, wenn ich wieder voller AP habe. Nice. Ah, du bist fies. Wo bin ich denn fies? Oh, Katz hat jetzt den ersten Stein abgebaut. Cool. Ja, haben sie wahrscheinlich lange gebraucht, jetzt um sich zu entscheiden, wo sie bauen. Gut, er hat Blocke bei sich. Deswegen, Frauen brauchen lang bei Entscheidungen. Deswegen schiebe ich das jetzt mal nicht auf Katze. Oh, und Flock. Jetzt haben sie so lange gebraucht, einen Punkt zu finden und dann ist sie wieder tot. Ja, und ist beim Spawn. 4, 5, 6, 7. Und wir haben die Nacht hier ohne Probleme überlebt, ne? Ja, das Licht macht halt doch schon eine Menge aus, die Lava. Und nein, dies hier ist nicht Minecraft Lava 2.0, nur so 10. Ja, na gut, da wo wir bauen. Ja, aber ich fühle mich da halt einfach wohl. So, ich baue jetzt mal ganz kurz bis raus, dass ich mal gucke, wo wir rauskommen. Hast du hier nicht eine Workbench gehabt? Doch, ja, oben. Ja, ich glaube, mit der Mod müssen wir uns erst noch ein bisschen auseinandersetzen, wie man jetzt hier... Ich fände es schon ziemlich cool, wenn wir relativ früh es hinkriegen, dass wir automatisiert Holz kriegen. Ne? Ja, das Holz wäre halt wichtig. Und ein Stein. Und auch, ja, dass wir Erze kriegen, ohne dass wir selber ran müssen. Alter, wie weit geht denn der Weg hier raus? Gucken wir mal gerade. Ah, jetzt, ich hab's. Ah, du bist durch? Okay. Ich hab den... Oh, es ist... Und perfekt, ich hab den perfekten Durchbruch. Läuft. Du hast nur vergessen, wie geht's.
Ja, das ist perfekt. Guck mal, wo wir rauskommen. Und von hier dann einen Weg hier runter. Oh, wow. Ja, oh, das ist echt gut. Das ist echt mega perfekt. Geil. Dann machen wir den aber hier nach links schräg runter, ne? Nicht gerade, sondern hier so schräg ja, ja, links. Eben hier runter. Hätte ja, ich cool. gedacht. Boah, das ist mega. Das ist top. Das wieder ein Berg, den wir ausfüllen müssen. Wir haben es aber auch mit Bergen. Ja, aber es macht halt, ich finde, das hat halt was. Vor ja, allem, natürlich, das ist mega vor geil. Vor allem jetzt bei Castle. Gut, bei Jet war es aber auch so der Gedanke, ne? Es gibt ja auch. Ey, bei Jet war das auch eine mega coole Base eigentlich. Ja? Wenn wir mehr Zeit und schöner bauen könnten, hätten wir es wahrscheinlich noch besser gemacht. Aber wir genau. hatten auch so das Beste aus der Base rausgeholt, ehrlich. Finde ich auch. Die meisten hatten außerdem keine mega schönen Bases, sondern eher mehr alles im Military-Style gehalten. Ja. Na gut, Sinus-Base habe ich nie gesehen. Stimmt, ich war auch nicht drin. Der könnte hat bestimmt schön gebaut. Klüm wahrscheinlich nicht, weil er nicht so viel Zeit hatte wie die anderen. Gomme, keine Ahnung. Ja. Nice. Hä, was? Stopp! Hä? Was? Lol. Los! Irgendeiner hat sich gerade bei mir VIP geholt und mein OBS ja, hat aktiviert. Aber was ist es nicht so langsam Zeit, dass wir die Folge beenden? Ja, damit machen wir das auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich hasse Gravel, by the way. Ja, Leute, schaut bei Balui vorbei und bei Basti. Bis dann und tschüss. Und freut euch auf Streams und Videos. Ciao.